Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cloudpunk hier bei Heisenberg Zockt. Was ist das? Das ist wir. Das sind wir. So, wir sollen zum Falkner und dem erzählen. Muss ich mal gucken, bin ich schon dran vorbei? Nein, hier vorne. Ja, dass wir seinen Falken im Prinzip gesehen haben. Wo ist das genau? Das ist das Falsche. Doch, nee, ist das Richtige. Bist du der Falkner? Nö, ich bin falsch. Ah, ich muss nochmal eins runter. Habe ich das nicht schon gemacht? Ach. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Aufgehört habe ich beim Lift. Jetzt habe ich angefangen beim Lift. Ja, und bin wieder zurückgerannt. Gut, da haben wir das jetzt nochmal gesehen. Ist ja auch kein Verbrechen, würde ich mal sagen. Allora, einmal hier durch. Und runter. Jeden Tag die gleiche Routine. Ja, überall die gleich motivierten Liftfahrer. Dafür ist die Stadt bekannt. Ich würde halt wirklich gerne mal zu dem Bahnhof da hinten. Ob das irgendwann mal geht? Ich hoffe es. So, jetzt stimmt die Ebene. Jawohl. So, einmal hier durch. Und dann haben wir noch, hole die Notfallverpflegung vom Cloud Headquarter. Das machen wir nachher. Erstmal zum Kollegen Falkner. Hey, I saw your bird. I mean your Falcon, Norman. What happened? We had a disagreement. So you let him go? Let is not the word I would use. So Norman escaped? He clawed my eye. If I catch him, I will skin him. You have to be careful with wild animals. I told you, he is not a wild animal. Where did you see him? The slums. Deep in the slums. You know the part that smells like sulfur in the low levels? Yes. Well, lower than that. Right. Time to teach that bird a lesson. Na, lass den armen Vogel in Ruhe. Also nicht, dass wir jetzt hier dem Vogel, wie soll ich sagen, geschadet haben. Naja gut, wir gehen mal zurück. Huch. Interessante Kameraführung. Ja eben, hole die Notfallverpflegung vom Cloud-Dingens ab. Das machen wir, Headquarter. Halt, 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 Lift ist hier. So, wieder einmal rauf. Jetzt sagt er gar nichts mehr, jetzt ist er wahrscheinlich tot umgefallen, der Liftfahrer. Nein, ich hoffe mal, es ist nicht so. Oh, der Zug kommt. Oh, ich will zum Bahnhof, das muss doch irgendwie gehen. So, ab zur Karre. Einmal geradeaus. Einmal rüber, das schön beleuchtete Teil, das gehört uns, das wäre das hier hinten. Und einmal rein in die gute Stube. Und Höhe gewinnen und los geht's. Wir müssen, nein, genau in die andere Richtung. Okay. Was für ein cooles Universum. Ich denke es immer wieder. Macht einfach Spaß. So, einmal runter. Mein runter geht wieder nicht. Mein Runterknopf. Jetzt geht's. So, nicht zusammenknallen. Wir haben eine teure neue Karre. Da wollen wir nicht gleich alles kaputt haben. Ja, jetzt geht's wieder mit runter. So, hier haben wir die Autobahn. Sehr schön. Einmal frech hier rein. Und das hat sogar geklappt ohne Zusammenstoß. Hier vorne rechts und dann müssen wir eigentlich eh schon in der Nähe sein. Oder es geht in die Röhre rein. Das könnte hier auch sein. Ja, es geht in die Röhre rein. Okay. Gut. Einmal Höhe. Und Schlurz sehen wir wieder durch. Beziehungsweise auf dem Weg. Dadurch. Dramatische Musik. Ja, so dramatisch kann das nicht sein, was wir jetzt gerade machen. Oder täusche ich mich? Wir werden es rausfinden. Nochmal 1000 Meter. Unfreiwillig von der Autobahn runter. Haben wir Benzin? Entschuldigung. Ich würde sagen, wir tanken mal noch kurz, weil ich weiß nie, wenn irgendwas mal ist, wie soll ich sagen, wo wir schnell weg müssen. Wir haben so einen Boost und wir sollten dann aber natürlich auch genug Benzin haben. Nicht, dass wir unterwegs auf der Verlucht irgendwie, keine Ahnung, noch tanken müssen. Das kann es nicht sein. Und das geht ja relativ easy. Entschuldigung, ich brauche mehr Höhe. So, hier oben ist, glaube ich, ruhiger, bilde ich mir zumindest ein. Stimmt die Richtung? Die Richtung ist falsch, okay. Dann bringt das viel, wenn es hier oben ruhiger ist. So, wilde Kurven haben wir hier. Also die haben eine interessante Autobahn gebaut. So was würde man in der Realität heutzutage wahrscheinlich so nicht bauen. Nicht mit solchen Kurven. 1500 Meter. Okay, da können wir noch mal ein Stückchen in diese Richtung. Jetzt lässt es auch nach mit dem Verkehr. Beruhigend.
Ja, und schon geht's wieder los mit Verkehr, alles klar. So, ich würde sagen, wir machen mal den hier. Jo. Die Richtung müsste ungefähr stimmen. Vielleicht geht's wieder in die Röhre rein, ich weiß es natürlich nicht. Einmal hier rum. Und gleich nochmal. Oh, Polizei oder Feuerwehr oder sonst irgendwas mit Sirene. So, wir sind ja relativ, ja genau, ich kann mich erinnern, das hat auch schon wieder 2 Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Da sind wir ja relativ durch viele Tunnel durch, bevor wir dann beim Falkner waren. Da habe ich ja noch gesagt, das ist weit weg, stimmt. Jetzt müssen wir den Weg natürlich auch entsprechend zurück. Ob es da auch mal kachelt da drin in der Röhre, also wenn man da so durchschlurzt? Gehört habe ich bis jetzt noch nichts. So, da sind wir wieder. Und jedes Mal zuerst haut es mich raus, macht aber nichts, wir sind ja gleich wieder drin. So, gehen wir hier mal raus und gucken mal, 500 Meter. Bisschen Höhe gewinnen. Dann, sobald ich kann, wieder hier ein bisschen nach links, okay. 200 Meter. Ein bisschen runter. Nochmal ein bisschen runter und Kurve. Und hier würde ich dann sagen, werden wir tatsächlich parkieren. Nochmal runter. So, bestens. Und jetzt hier links ist das ja gleich. Halt nicht runterfallen. So, hier rein. Das hatten wir ja schon mal. 2 Mal schon eigentlich. Moment. So, müsste man das Paket jeweils noch richtig erwischen. We are going away from the city? We don't like the city. Not really, Camus. We're just going through to the vents below. It won't be like home? I don't think so. Is it dangerous? We're trying to save these people from starving, Camus. I think they'll be glad to see us. It's worth the risk. Do you think this is nice food for the people? I think it's all they're getting, and I'm surprised they're getting it. I hope they like it. Me too, Camus. Ja, das hoffen wir mal alle. Also, es hieß ja auch, wir kommen jetzt aus der Stadt raus. Mal gucken. Hier vorne haben wir wieder die Autobahn. Gleich mal reindüsen. Dann mal ein bisschen runter. Hier haben wir eine Abkürzung. So, noch 100 Meter. Und dann stelle ich fest, das ist wieder eine Röhre. Jawohl, klar, wenn wir aus der Stadt raus wollen, müssen wir natürlich wieder durch irgendwelche Röhren durch. Alles andere wäre merkwürdig. Nein, doch, ja, warum auch nicht? Oh, Entschuldigung, nein, falsche Richtung. Ich musste mich erst zurechtfinden mit dem Verkehr, bevor ich hier genau gemerkt habe, in welche Richtung das ich muss. So, hier geht's raus aus der Autobahn, jawohl. Okay, machen wir das mal so, machen wir eine Abkürzung. Wenn wir durch ein Rohr durch müssen, durchschlurzen müssen, dann werden wir hier sowieso wieder eine Autobahn finden wahrscheinlich. Ja, da unten ist sie doch. Ich sehe sie schon. Hat doch auch mal was, so ein bisschen hier durch. Dann sieht man auch noch ein bisschen was von der Stadt. So, jetzt gehe ich doch wieder runter. Ja, weil dort haben wir tatsächlich wieder ein Schlurzteil. Okay, ich nenne die jetzt nur noch Schlurzteile. Ach, echt? Jetzt bin ich da doch noch reingeknallt? Moment, ich... Da hat wieder Perspektive. Nicht gestimmt. Jetzt. Also, ich habe sie falsch wahrgenommen. Gestimmt hat es natürlich schon. Ja, immer verdächtig, wenn so ein Kreisel stehen bleibt. Das gibt mir ein bisschen zu denken dahingehend, dass ein Spiel dann gerne abstürzt. Aber ja, hat noch, schau mal, das ist einfach ein Ladedingens. Gut, da wären wir. Beziehungsweise da wären wir noch nicht. Ich deute mal diese 1400 Meter. Oh lala, die wir noch vor uns haben. Huiuiui. Dass das tatsächlich auch wieder so ein Schlurzding ist. Eine Röhre. Das ist völlig falsch, was ich hier mache. Immer mal instinktiv zuerst in die falsche Richtung. Oh lala. Okay, Höhe. Oh, Höhe ist auch nicht gut. Ah, jetzt wird es schwierig. So, hier lichtet sich der Verkehr. Ja, ein bisschen wenigstens. So richtig auch nicht.
Dass es nicht eine Art Schnellreise gibt, finde ich noch interessant. Oder kommt die vielleicht dann später mal noch dazu? Das könnte ja auch sein. Nicht, dass das keinen Spaß macht, das ist ja irgendwie cool. Vielleicht haben sie ja auch gedacht, ja eher, so, das sollten Leuten ja Spaß machen, hier das Fliegen oder das Fahren fliegen. Dann lassen wir das drinnen, dann gibt es eben keine Schnellreise. Wir sind aber immer noch mitten in der Stadt, also das muss eigentlich nochmal so eine Röhre sein. Alles andere wäre eher merkwürdig. So, vorsichtig. Halt, falsche Richtung. Ja, sag mal, ich hab doch geblinkt. Das Neotoran. Okay. Das ist definitiv keine Autobahn mehr hier, das sieht man relativ deutlich. Okay, da muss ich runter. Und schlurz. Interessant. Aha, sieht ein bisschen aus wie unter Wasser fast schon, Subnautica. Was ist das hier, wo wir eh waren? Hier, wo Cora ist? Eben, das ist halt 2-3 Tage her jetzt schon wieder. Nee, entdeckt. Fans. Okay, das ist was anderes. Es sieht aber wirklich ein bisschen ähnlich aus, so mit den brennenden Röhren etc. Aber sieht auch cool aus. So, wir müssen runter. Wir haben dort den Parkplatz. Na? Na, mal ein bisschen runter. Okay. So, ja, sehr gespenstisch hier. Ungemütlich geradezu. Da hinten Ritsu. You the delivery stooge. I'm from Cloudpunk. I have your packages. Those are no use to me. I can't deliver to the outposts anymore. None of our vehicles work. The fuel lines froze. You should keep your engine running. Did you get that, Camus? Yes. I will keep a couple clock cycles free and monitor the temperatures. How do you live here? It's so cold. What do you care? I asked, didn't I? Whatever. Just leave the packages here. Go back to your city. It's not my city. Sure it is. You took this job because you were curious, right? Welcome to your poverty safari. This is our life. I'm not even from the city. The Eastern Peninsula? Up until last week. I see. Sorry. I thought you were just another Nivali. My name's Retsu. Rania. Cora knows what you must think of the Big Stack. That's what we call the city down here. It's the worst place on the planet. And we cling to the bottom like barnacles. And you know what? It's a hell of a lot better down here. We made this place a kind of home. You've been here a while? Yeah, I wasn't the first, though. Old Zeke traveled out here over 100 years ago. He set up the first moisture farm, collecting heat for his home from the vents. Folk had tried to live here before him, but he was the first to realize you couldn't live on rations alone. And you had to be ready for the chills. So what was old Zeke's secret? Zeke realized you could cultivate the algae pits for warmth when the vents cycled cool. He realized you could mill the mold dust into flour. He figured out how to cross the steam lanes with a suit made from old abandoned Hover's insulation layers. I swear, they say no one alive can survive the wastelands between the cities. But if anyone could, it was Zeke. And you took his place as the boss? I'm the community leader, sure. But I'm not the longest surviving settler, not by a long shot. The elders living beyond the Forim say they knew Zeke's grandkids. Tales of Zeke surviving, thriving even out here in the vents,
attracted a lot of folk that wanted to live off the grid. Away from Corp security and the lights and the headaches. Everyone has headaches in the big stack, you know. I don't. You will. Everyone gets them eventually. Doesn't the air smell cleaner down here? Every time I breathe in, it feels like my lungs are going to freeze and shatter. Well, that is the problem right now. This is supposed to be summer. How can it be summer here? The warm season. The vents cycle between warm and cold over a predictable time period. Or at least they used to. It seems like all the maintenance systems are going mad recently. We have a saying here, Quora provides. Well, right now, all Quora is providing is a new ice age. What do you think Quora is? Quora is everything, and all of us. Quora is the provider and the caretaker and the disciplinarian. Quora holds at a closed fist, and we must push out our chin. Sometimes the fist holds wood. Sometimes the fist strikes us. And yet we must endure. So Quora is your... salvation. And right now, Quora has sent us you. I'm not really religious like that. I think you have to help yourself. Be independent. You can't lecture us on independence while you live in Nivalis under the watch of the corpse. You said you cling like a... what did you call it? A barnacle? Harsh and fair words, Rania. I know you have seen Corda's light, though. It glows from you. Am I wrong? Who knows? So, you want me to deliver these parcels? I would appreciate it. We really are starving. Three families. I can give the coordinates to your vehicle. Okay, I'll get going then. I'll see you on the way back. Quora willing. Be cautious around my brethren, Rania. They live like sculptures of ice. Fragile and temporary. Ja, die verehren also die Quora, diese KI, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einen an der Waffel hat. Wie eine Gottheit. Okay, gut, jetzt haben wir hier die drei Sachen. Ja, da waren wir die Karre. Ich hoffe, die springt noch an, wenn es hier so kalt ist. Wir werden 10. Gemütlich ist es halt tatsächlich nicht. Das habe ich aber schon gemerkt, bevor ich mit dem geredet habe. Gut, was ist am nächsten? 300, 600, 400. Also 300 wäre demnach. Ui, okay. Hey, wir haben halt schon ein schnelles Fahrzeug mittlerweile. Die haben hier zu eng gebaut. So. Wow, come on. Muss ich da noch höher? Oder wie komme ich hier dran vorbei? Versuch's mal mit nach oben düsen. Hier ist aber Feierabend. Genau, da runter. Wir gehen runter. Schiff. Geh runter. Dankeschön. Jetzt haben wir dort 300. Ja, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich es finde. Weil irgendwie... ne, hier ist nichts. Das könnte noch interessant werden. Oder sollten wir das zu Fuß machen? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, schon so gedacht, dass wir das mit Fahrzeug machen. Da habe ich einen Parkplatz. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass hier was ist. So, ein bisschen zurück und runter. So, dort haben wir... Feuchtfarmer, okay. Who are you? I was sent to deliver supplies. Sent by who? Cloudpunk. I don't know who that is. You from the big stack? Get out of here. You need this. It's food. I don't need nothing from you. Retsu said... Retsu sent you? Yes, he said you should take this. Why didn't you say? Give it here. They don't trust us very much. Nah. I bet they have their reasons, Camus. Das denke ich mir allerdings auch. Haben wir hier noch was? Jawohl, hier hinten können wir noch, wenn ich durchkomme. Ich hänge.
Wo hänge ich denn? Moment, irgendwie so. Dann so. Hier hinten haben wir noch irgendwie was, was wir aufnehmen können. So, das müsste hier irgendwo sein. Oder hier. Mal gucken, was das ist. Schwierig zu sagen. Aber irgendwas, was wir sicher brauchen können. Ich hoffe es zumindest mal. So, zurück zur Karre. Und dann schauen wir, dass wir den Rest noch finden. Das ist gar nicht so einfach hier in diesem doch eher schon fast wieder labyrinthartigen Ding. Und es ist eiskalt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja, in meinem Zimmer nicht. Bei mir ist es viel zu warm. Aber anyway. Ja, vielleicht halt irgendwie unten. Na, ich guck mal. Moment, nein, parken möchte ich nicht. Boah, die Karre ist ja wirklich sehr schnell. Man kann tatsächlich nicht wirklich gut gucken. Geht's ja schon wieder raus, oder? Also gut gucken im Sinne von, dass wir einfach rumdüsen und eben hier die richtigen Stellen suchen. Ja, aber das müsste passen. Da sehe ich einen Parkplatz. Dann haben wir das zweite gefunden. Da steht aber schon ein Fahrzeug. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, haben wir. Da ist wieder der nächste Feuchtfarmer. Dem sagen wir vielleicht von Anfang an nicht, nicht von wegen Cloudpunk, sondern von wegen, dass wir vom anderen kommen. I brought you supplies. Who sent you? Retsu. Genau. Well, okay then. I ain't seen no one from the stacks down here in years. Decades even. You know, maybe you can use this. You put it in the wall and it gives you a token. Or something like that. Thanks. Eine Papierkarte. It's just 5 numbers on a bit of paper. That's right. Thank you kindly for the supplies. Now we even. Well, thank you kindly. Ja, gern geschehen. Okay, mal gucken, ob wir die letzte Station auch noch finden. 300 Meter. Einmal eine straffe Wendung. Und hier durchmanövrieren. Ja, ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. 200 Meter, das wäre dann hier um die Kurve rum. Jawohl, dort haben wir wieder die Parkplätze. Sehr schön, beide frei. Dann wird es ein bisschen einfacher zum Parkieren. So, und der Feuchtfarmer, der ist da hinten. Moment. Bevor ich es dann wieder vergesse, ich vergesse tatsächlich immer mal wieder zu gucken. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich auch alles nötig ist, was wir hier finden. So, einmal hier diesen. Da, da war's. Nehmen. Dankeschön. Inventar öffnen, das habe ich jetzt gesehen, was es war. Das war's. Plastikteile. Ah ja, da können wir doch die Sachen verkaufen. Gut. Ab zu Kollege Feuchtfarmer. Hello, I'm here too. They already called me on the old CB radio and told me you were on your way. You're the talk of the town, lady. I'm just a delivery driver. Well, I don't know if anybody has said this to you before, but I'll say it now. Thank you. Thanks. I mean, you're welcome. I'd get back to the city as quick as possible, lady. There's a chill coming. I can feel it in my bones. Anyone outside is gonna get charted. Go, quickly. And don't think twice about coming back here, you hear? Okay. Good luck. Okay, wir düsen zurück zu Retsu, steht da oben. Das werden wir machen, und zwar morgen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder hier bei Cloudpunk. Macht's gut, bis dann, hey, tschüss.